Hey, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Stormblock 2. Und wir werden heute Chickens machen. Ihr seht schon, ich habe viel getan, weil Chickens sind nicht so interessant. Und deswegen habe ich mir so gedacht, mach das schnell, weil das ist sehr lange zum Arbeiten. Ich habe da 2 Stunden dran gearbeitet und habe das hier zusammenbekommen. Es ist geil, ich brauche mehr Roost dafür. Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Roosts. Und deswegen, das heißt nur noch 5 Stück, damit ich die anschließen kann. Damit ich schon mal eine Produktion habe von vielen Sachen. Und ja, ich muss halt sehr mich beeilen. Irgendwie sehe ich keine Nature Essence. Irgendwie funktioniert das hier nicht. Manche, ich glaube einfach, es ist zu dunkel. Kann das sein? Manche wollen hier nicht wachsen. So zum Beispiel, da war Nature Seeds. Nein, was? Da war Nature Seed. Der will nicht wachsen. Der will einfach nicht wachsen. Ich verstehe nicht wieso. Weiß es wirklich. Und wir brauchen dafür Weizen. Und Weizen kriegen wir eigentlich ganz leicht her. Wir brauchen nur ein paar Seeds. Also kein Seeds, sondern einfach eine Bonemeal. Wir haben schon verdammt viel bekommen. Und ja, Leute, ich benutze gerade einen Autoklicker, weil das einfach schneller funktioniert. Ich brauche mehr Platz im Inventar. Damit ihr einfach nicht wirklich was tun muss, weil es ist wirklich mit der Hand zu klicken, ist wirklich anstrengend. Und deswegen mache ich das mal gut schnell. Und ja, es ist halt verdammt krass, was man alles hier braucht, damit er wirklich weiterkommt. Wieso will der nicht nach Dramatisch? Jedenfalls, ich hätte es gleich jetzt noch gemacht bis Draconium, bis Awakening Draconium. Das habe ich vorgehabt heute. Nur wirklich dazu kommen werde ich nicht, weil ich einfach nicht die Zeit dazu habe. Hätte ich die Zeit dazu? Ja, gerne. Nur Zeit ist nicht so wirklich am Start. Weil ich gerade nach Italien fahren werde und nicht gerade, aber gleich nach Italien fahren werde. Und deswegen ist das ein bisschen problematisch hier. So, bam, bam. So, und wir brauchen 5 Roosts, haben wir gesagt. Sollte genau ausgehen. So, 6 rausbekommen. Ja, bitte, wenn wir noch mehr brauchen. Also, weil dann kriegen wir wirklich viel Draconium raus. Und das wird schon geil. Also, wir brauchen 13 Stück. Haben wir mal sofort 14 hin. Zack. Und die werden dann einfach exportiert. Von vorne einfach so werden exportiert und dann in Drawer reingepackt. Das heißt, wir brauchen noch Drawer. Ein External Storage. Drawer. Brauchen wir 13 Stück. Komm, machen wir auch mal 14, oder? 14 Stück, komm. Ach komm, Alter. Ich will doch nur bauen. Danke, so. 14 Stück. Wir brauchen noch einen Controller. So, noch einen Controller von dem hier. Basic Drawer Controller. Also, dieses Video wird nicht so lang sein, weil, wie gesagt, schon im Stress bin. Ich werde so langsam zu bauen, wie es geht, weil ein bisschen das ein bisschen länger reinkommt. Sonst würde ich es ja bringen, die ganze durchgehend und keine Probleme haben und so weiter. Es wird auch länger sein. Ich hätte doch das alles jetzt fertig gehabt, aber das ist jetzt leider zu spät und ich kann dann daran nichts wirklich ändern. Wieso? Ich werde denn jetzt nicht hier hinbauen, sondern hier hinbauen, weil dann kann ich leichter mit External Storage mich anschließen. Es ist viel leichter. Wir brauchen jetzt noch ein paar, wir jetzt noch mal Item Conduits. Weil wir haben die, oder ich habe eher gesagt, die verdammt geilen Teile gemacht. Also die verdammt, die viel, mehr, sehr, sehr viel produzieren. Die produzieren irgendwie 3 pro Sekunde. Also das ist schon krass. Deswegen werde ich auf jeden Fall noch mehr von diesen Drawer brauchen. Oder eher gesagt, keine Drawer, sondern eher wäre es nochmal, eher werde ich was anderes brauchen. Eher werde ich die Quantum Storages brauchen, weil die halt verdammt viel steuern können. Weiß nicht, wie viel genau, gerade auswendig, aber die können verdammt viel sperren. Ich hasse das so sehr. Ja, ich glaube, das sind alle. So, und jetzt müssen wir den immer noch reinfügen. Das ist ganz einfach. Wir brauchen mehr Platz im Inventar, weil ich würde das gerne alles mit einem Schuss machen. Alles auf einmal. Dann würde ich am besten. Wir brauchen halt noch Kabel. Wir brauchen Kabel und wir brauchen einen External Storage. Also ein Storage Bus. Das haben wir schon mal, das ist ganz gut. Storage Bus. Und wir werden den erst einmal verbinden hier. Also hier ist der. Also ein externer Storage von unten. Zack, zack. Und dann einfach jetzt verbinden. Wir haben auf jeden Fall nicht genug Conduits. Aber das haben wir gleich. Also Conduits, die sind halt schon krass. Dieses Video wird nicht wirklich viel geschnitten sein. Weil einfach nur, wie soll ich das machen? Hätte ich genug Zeit vielleicht. Aber ich habe wirklich nicht wirklich viel Zeit. Und das ist dramatisch. Okay, Conduits. Wir können, es gibt einen Stellar Energy Conduit, der kann 2 Milliarden, so gut wie 2 Milliarden Elektrotik machen. Digga. Okay, das ist einfach gebaut. Ich mache mal Stellar Alloy. Dafür brauche ich Nether Stars. Das ist nicht so wirklich schwierig zu bauen, aber Alter, what the actual, what? Okay, das war gerade ein bisschen, ich habe das nicht mal gesehen, dass da wirklich 2, kann da 2 Millionen, 2 Milliarden. Es ist ja nicht so, dass man 2 Millionen verlieren kann, sondern wirklich 2 Milliarden. Ich habe nicht mal gewusst, dass das Fuchs, also ich habe gewusst, dass das geht, natürlich, aber ich habe gemeint, nur ich habe nicht gewusst, dass es, ich brauche einen Conduit, aber es ist so ein Schlüssel-Key. Okay, das hat mir gerade ein bisschen, das war da dann beraubt. Aber 2 Milliarden, Alter, boah. Okay, der ist nicht mal so, wenn ich jetzt wirklich bedenke, ist der nicht mal schwierig gebaut, zu bauen. So gesagt, ich muss jetzt erstmal alles hier wieder rein tun.
Bam. Kann ich ja mal zeigen, wie schnell. Okay, nicht pro Sekunde, aber verdammt schnell. Hier kommen jetzt noch zwei Sachen dazu. Leider sind die nicht am besten, so gesagt. Weil einfach die Zeit fehlt. Das kann ich mal wegtun. Bam, bam. Und hier kann ich mal die ganzen Chickens hinzufügen. Das heißt, bam, bam. Dann können wir mal die Quest abschließen. Was haben wir? Netherwarzen, Repair Talisman und ein Upgrade Speed Art. Wahrscheinlich. Und Pedestal. Also wir brauchen ein Pedestal, aber dann wird in der Nähe Durability verbessert. Jedenfalls haben wir hier. Hier schon also verdammt viele Items. Hier dann noch ein Teil. Wir könnten da irgendwas reinpacken. Komm, wir packen einfach mal ein Bone White Chicken rein. Wieso nicht? Einfach so zum Spaß. Und dann hätten wir endlich alles. Und das geht halt verdammt schnell. Und eben jetzt schon. Diamanten sollten wir dann auch gleich bekommen. Es ist halt nur das Problem, dass das noch ein bisschen dauert. Verdammt lange dauert. Hier muss ich halt. Ich habe das halt immer so getan. Bam, haben Autoklick aktiviert und dann sehr, sehr schnell rein. Und dann gehofft einfach mal auf einen, so auf einen Enderpearl Chicken. Was ich manchmal bekomme, manchmal nicht. Leider, so gesagt, aber das Coole ist, desto mehr Chickens hier drin sind, desto schneller funktioniert es. Da muss man, erst einmal geht man nicht so viel aus und zweitens, es geht schneller. Natürlich OP ist, so gesagt. Okay, damit sollen wir sagen, ich sag mal damit, dass das das Video ist, wie er gewesen ist mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben ein paar Sachen hier geschafft. Wir haben hier jetzt unendlich von diesen Ressourcen und das ist verdammt schnell. Ich würde mal sagen, dass wir die andere abbauen können, so gut wie. Weil mein Ziel ist es. So, mein hauptsächliches Ziel ist es gerade, was ich dann in der nächsten Folge machen werde, alle Chickens zu haben. Also alles nur Chickens zu haben, damit wir weg von diesen da hinten kommen. Und ich würde dann sagen, wenn wir die Chickens haben, wenn wir das hier nicht mehr brauchen, ich würde auch sagen, weil manche Sachen brauchen wir gar nicht, dass wir einfach die halt reinspeiern. Aber ich meine hier, dass wir das hier einfach hier entfernen können, weil wir das nicht brauchen. Also ich würde mal sagen, das soll es mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Minecraft Stormlock 2. Ciao.